bei der Frage nach der Gestaltung der Welt von morgen verhaften viele, nach meinem Dafürhalten unzulässigerweise, in einer schmalen Rubrik dessen, was ich die sogenannte visuelle Architektur bezeichne. Das heißt, es ist Entwerfen, das Konzipieren, neben den Funktionalitäten, von geometrischen Erscheinungsformen, von Lineaturen, von Kurven, vielleicht noch von Aussagen zu Oberflächen. Damit ist dann aber auch Schluss, typischerweise an 99% der Hochschulen dieser Welt. Der zweite Komplex, der mir sehr, sehr wichtig ist, ist derjenige der nicht visuellen Architektur. Das ist die Architektur der Taktilität, das heißt des Berührens von Oberflächen, von Baustoffen und der damit verbundenen Sinneswahrnehmungen. Es ist die Architektur des Riechens, der Gerüche. Es ist die Architektur der Feuchtefelder, der Wärmefelder, von kalten, von warmen Oberflächen, von starken, von nicht vorhandenen Luftströmungen etc. Und all dies zusammen ist eine wesentliche Komponente der Wahrnehmung der gebauten Umwelt durch die Menschen. Und klar ist, dass diese Komponente der nicht visuellen Architektur nicht nur auf die Arbeit von Architekten zu beziehen ist, sondern selbstverständlich auf die Arbeit aller Gestaltenden, also auch beispielsweise der beteiligten Ingenieure.